Das war die Garage unten. Das geht auch schon hier. Die Festung wurde auf einem natürlichen Felsenberg gebaut. Die hier vorhandenen Höhlen wurden als Räume in die Festung integriert. Harzer Bachforelle, Regenbogenforelle, Schmerle, Gründlinge. Wernigerodes linke Seite. Und hier, wo wir direkt drauf zufahren, ist dann noch von Wernigerodes Amtshaus gewesen. Und links davon noch alte Stadtmauer. Der Dom St. Stephanus in Halberstadt, Baubeginn um 1230, ist die älteste rein gotische Kirche Deutschlands. Quedlinburg entwickelte sich zur wohlhabenden Handelsstadt. Altstadt und Stiftskirche gehören seit 1994 zum UNESCO-Welterbe. Die 1200 denkmalgeschützten Fachwerkhäuser stammen meist aus der Zeit zwischen 1650 und 1700. Bauhaushütte sollte man eins von 4 Sorten Bier probieren. Die mittelalterliche Kaiserstadt Goslar hat 46.000 Einwohner. In ihren Fachwerkhäusern, den romanischen Kirchen, Befestigungsanlagen der Kaiserpfalz und dem Rammelsberg steht Goslar auf der Liste des UNESCO-Welterbes. In jeder Straße, in jedem Winkel gibt es etwas zu sehen. Allein die etwa 1000 gut erhaltenen, gepflegten Fachwerkhäuser. Lohmühle mit erhaltenem Wasserrad ist die letzte von 27 Mühlen in der Stadt. Ist doch geil, oder? Aber am Schnuller muss ich auch noch angepasst haben, ne? Das Bodetal. Zwischen Thale und Dreseburg zwängt sich die Bode durch das immer engere und tiefere Tal und bricht durch die Granitmassen von Rostrappe und Hexenplatz, kurz bevor sie in die Ebene eintritt. Felsenwände und Bastionen ziehen sich als 3 Kilometer lange Kette vom Blankenburg Stadtrand bis nach Timmenrode. Die Felsen längs des Kammwegs überragen die Baumwipfel des Bergzuges und können zum Teil mit Eisenstiegen erklommen werden. Die Sandsteinformationen sind mehr als 80 Millionen Jahre alt und bizarr verwittert. Ja, wir sind da richtig doof, oder? Ja, wo du hinguckst, überall hast du das Schöne und das Schönste vergisst du dann.